Burghauser Adventskalender. Extra lang. Herzlich willkommen in einer ganz besonderen Zeit, die Zeit der Rauhnächte, die Nächte zwischen Heiligabend und Heiligdreikönig. Naturgegeben war das die Zeit der Ruhe, der Stille, der Einkehr und der Rückzug in die Stuben. Das erste Mal werden die Rauhnächte im 16. Jahrhundert erwähnt, als der Mondkalender mit 354 Tagen umgestellt wird auf den Sonnenkalender mit 365 Tagen. Und schon ranken sich Mythen und Bräuche um diese neu hinzugekommenen 11 Tage und 12 Nächte. Wo kommt der Name eigentlich her, Rauhnacht? Es gibt drei unterschiedliche Auslegungsarten. Das erste im Mittelalter wurde Rauch verwendet für haarig, pelzig, auch bezogen auf die Felle der Perchten, die den Winter vertreiben und das Böse vertreiben sollen. Das zweite kommt von Räuchern, einem beliebten Brauch in diesen Nächten. Und das dritte ist Raunen, das Zuraunen, etwas zuhören, weil diese Nächte von alters her Losnächte und Orakelnächte waren. Jede dieser Nächte steht für einen Monat im kommenden Jahr. Die Tore zur Anderswelt sind geöffnet und allerlei Geister treiben bei uns auf der Erde ihr Unwesen. Gott Wotan fegt mit seiner wilden Jagd über die Welt und sammelt verlorene Seelen ein. Es gibt aber auch eine weibliche Seite der Rauhnächte, die Frau Holla oder Percht oder Hulda. Sie kennen sie alle aus den Märchen. Sie schaut, ob auf der Erde die nötige Ruhe befolgt wird und belohnt und bestraft, wie im Märchen. Allerlei Bräuche gibt es in diesen Nächten, jeder einem bestimmten zugeordnet. Und der wohl bekannteste dürfte sein, in dieser Zeit keine Wäsche zu waschen. Die Geister könnten sich in diesen Wäschestücken verfangen und dem Träger dann Unheil bringen. Aber das Wichtigste, was für alle Rauhnächte gilt, ist, dass die Räder stillzustehen haben. In alter Zeit waren es die Mühlräder oder die Spinnräder und allgemein einfach die Wagenräder. Man könnte es auf die heutige Zeit übertragen, einfach, dass man die Arbeit in dieser Zeit ruhen lassen sollte. Und auch die Gedankenräder können ruhig mal stillstehen. In dieser Zeit wünschen euch die Burghauser Gästeführer eine besinnliche Adventszeit und viel Gesundheit im neuen Jahr.